Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Format auf meinem Kanal. Ich habe es bei der lieben Ruth von Zwischentausend Zeilen gesehen. Wahrscheinlich haben das auch noch ganz viele andere gemacht, aber bei ihr habe ich das jetzt das erste Mal mir angeschaut tatsächlich. Und es geht darum, dass ihr, also diejenigen, die sich die Videos anschauen, entscheidet, welches Buch ich im nächsten Monat lese, also im Monat April. Und ich habe mir ihr letztes Video dazu angeschaut und sie hat sich ein bestimmtes Genre angeguckt, also beziehungsweise sie hat Bücher rausgesucht, die in einem bestimmten Genre besiedelt sind. Und ja, bei ihr ging es um Science Fiction und ich habe überlegt, ob ich das in ein Genre einteilen möchte. Letztendlich habe ich dann aber einfach in meinen Sub geschaut und die Bücher rausgesucht, auf die ich richtig Lust hätte. Ich habe auch auf alle Bücher so gleichermaßen Lust, aber aus verschiedenen Gründen. Und da ich noch ein paar Bücher habe, die ich im Monat April in Leserunden lesen werde, kann ich mir jetzt nicht alle möglichen Bücher aus dem Sub raussuchen, sondern könnte höchstens zwei davon lesen. Meine Frage an dieser Stelle wäre, ob ihr mir dann dabei helfen wollt und ja, einfach in den Kommentaren schreibt, welches Buch ich nächsten Monat lesen soll. Beziehungsweise ihr könnt auch zwei Bücher nennen, aber vielleicht auch also priorisieren und sagen, ja, das und das Buch quasi. Also immer, also vielleicht mache ich das jetzt gerade zu kompliziert. Es reicht auch, wenn ihr ein Buch nennt. Ja, genau. Also ich fange einfach mal damit an und beginne. Also ich muss dazu sagen, dass es wirklich mehrere Bücher sind, also mehrere verschiedene Genres. Also es ist wirklich, ich hatte auf bestimmt, also nicht auf ein bestimmtes Genre Lust. Und klar, Fantasy darf bei mir halt nie fehlen und deswegen beginne ich direkt mit folgendem Buch von Julia Dippel-Kassadim. Das Buch wird sehr gelobt. Ich habe es schon ganz, ganz oft in Videos gesehen mittlerweile. Und es soll sehr speziell und sehr innovativ irgendwie in seiner Geschichte sein. Und deswegen hat es mich auch irgendwie angelacht und ich habe es letzten Monat bei mir einziehen lassen. Und ja, ich erzähle euch mal kurz, worum es geht. Ich glaube, die Protagonistin heißt Amaya. Genau, Amaya ist 16 Jahre alt oder wird zum achten Mal, also wiederholt achten Mal 16 Jahre alt. Und ihre Geschwister, sie hat fünf davon, denen geht es genauso. Keiner weiß, warum sie ja, nicht so schnell altern, außer ihre Eltern. Es ist wohl ein Geheimnis und diese wollen es auf gar keinen Fall preisgeben. Und eines Tages taucht ein geheimnisvoller Mann auf, der, wie es scheint, das Rätsel zu den Geheimnissen kennt. Und er wird aber von ihrer Familie bei sich zu Hause gefangen gehalten. So habe ich das zumindest aus dem Klappentext entnommen. Und bevor sie irgendwie erkennen kann, worum es in dem Familiengeheimnis geht, wird sie und die Familie angegriffen und sie muss ihre Familie retten. Und zusammen mit diesem geheimnisvollen Mann reist sie in die Unterwelt oder in die Welt der Toten nach Kassadim. Und dort beginnt, glaube ich, so wie ich es jetzt hier so entnehmen kann aus dem Klappentext, das Abenteuer. Ich finde, das klingt total spannend. Auch dieses Totenreich klingt so total spannend und ich habe wirklich nur Gutes gehört bis jetzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und das wäre quasi das erste Buch, was ich euch zeige, wofür ihr ja abstimmen könnt. Oder ja. Ich werde es so oder so demnächst lesen, aber ja, wie gesagt, da ich mich jetzt zwischen den Büchern, die ich rausgesucht habe, noch nicht entscheiden kann, steht das auf jeden Fall zur Auswahl. Ein Buch, was schon relativ lange, also so ungefähr anderthalb Jahre auf meinem Sub liegt, ist folgendes Buch von Diana Gabaldon, Outlander. Und ich habe das erste Mal, naja, das stimmt nicht, ich habe schon öfter von dem Buch gehört, aber so richtig bewusst aufgefallen ist es mir bei Vilja in einem Video von ihr und ich glaube, die Reihe gehört zu ihren Lieblingsbüchern, zumindest weiß ich, dass sie die Bücher sehr, sehr gerne mag. Und daraufhin hatte ich mir das Buch gekauft, in der Hoffnung, dass ich es relativ schnell lesen werde, aber irgendwie hat mich dann die Dicke doch abgeschreckt. Naja, nun ist es so, dass ich abends doch ein bisschen Zeit übrig habe und die, ja, ich mir gedacht habe, ich werde dann halt eben fertig, wenn ich fertig werde, wenn ich das Buch lese, ist ja egal, wie dick es ist im Endeffekt. Und ich hätte große Lust, es zu lesen. Hier geht es um Claire, die ja im Jahr 1946 lebt und in den schottischen Highlands zusammen mit ihrem Ehemann Flitterwochen macht, so wie ich das jetzt so, ich glaube ja, Flitterwochen oder mit ihrem Ehemann, nee, gar nicht Flitterwochen, einfach im Urlaub in den Highlands ist, so steht es zumindest in dem Klappentext. Und sie begibt sich in einen Steinkreis und wird dann auf einmal im Jahr 1700 irgendwas wach, ja, und befindet sich dort in fremden Gefilden. Und dort beginnt das Abenteuer. Und das klingt super spannend. Die schottischen Highlands, darauf hätte ich gerade irgendwie Lust. Auch wenn ich gefühlt sagen muss, dass es vielleicht ein Buch ist, was man eher so im Herbst lesen könnte. Aber andererseits, naja, finde ich auch nicht, dass es unbedingt ein jahresspezifisches Buch ist. Jahreszeitenspezifisches Buch so.
Wäre aber auf jeden Fall etwas, was mich gerade anlacht und was ich unbedingt lesen möchte, was endlich vom Sub kommen soll. Also wäre das Buch Nummer 2, was zur Auswahl steht. Als nächstes habe ich von Danielle Clayton The World's Schönheit regiert. Dieses Buch ist letzten Monat bei mir eingezogen und ja, irgendwie hat mich die Geschichte angelacht. Ich habe verschiedene Rezensionen zu dem Buch gehört, gute, sowohl gute als auch schlechte. Ich möchte mich selber überzeugen lassen und ja, hier geht es um Camelia. Und Camelia, heißt sie so? Ja, Camelia ist eine Belle, lebt in dem Land Orleans und dort wird, ja, gibt es nur Hässliches, so wie ich das verstanden habe. Und die Belles sind das einzig Schöne dort. Und Camelia hat wohl besondere Fähigkeiten und diese können auch als Waffe eingesetzt werden. Also alles, was ich euch jetzt sage, das habe ich dem Klappentext entnommen. Und sie muss sich dann entscheiden, ob sie ihr Leben verändert oder ja, oder das, ich weiß nicht genau, also das Schicksal der Bells liegt auf jeden Fall in ihren Händen. Das steht im Klappentext. Ist ein bisschen oder klingt mysteriös auf jeden Fall und ich würde gerne diese Welt erforschen. Ich würde gerne herausfinden, was es mit New Orleans auf sich hat und welche, so also Orleans, nicht New Orleans, habe ich New Orleans gesagt, Orleans auf sich hat und welche Geheimnisse sich hinter dem Ganzen verbergen. Genau, deswegen ist das Buch Nummer 3, was mich definitiv interessieren würde nächsten Monat. Als nächstes hätte ich Lust auf das Buch von Karen Köhler, Miroloy. Und das ist ein Buch, was ja, sich mit einer Thematik befasst, die mich wirklich sehr interessiert. Es geht hier um ein Dorf, in dem nur Männer das Sagen haben. Frauen sind dort nichts wert, sie können nicht lesen. Sie, soweit ich das verstanden habe, haben sie auch keinen eigenen Namen. Und es gibt hier eine Außenseiterin, die sich gegen dieses Dorf ja, lehnt und versucht, das zu durchbrechen. Und sie lernt lesen, sie verliebt sich heimlich und sie gibt sich selber einen Namen. Auch das habe ich dem Klappentext entnommen. Das klingt sehr, sehr spannend. Und ja, hier geht es um die unterdrückten, so habe ich es, wie gesagt, zumindest verstanden, um unterdrückte Frauen und wie diese eine bestimmte Frau ausbricht. Und ich bin sehr gespannt, welchen roten Faden wir hier verfolgen, worauf das Ganze hinausläuft und ja, sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall und auch das ist ein Buch, was mich wirklich zurzeit total anlacht und steht hier auch zur Auswahl, was die Bücher angeht. Ein weiteres Buch, was schon wirklich lange auf meiner Wunschliste steht, ist von Karen Thompson Walker, Die Träumenden. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, es zu kaufen. Und ja, jetzt steht es zur Auswahl für nächsten Monat. Hier geht es, oder das Ganze spielt sich in Kalifornien ab. In einem College schläft eine junge Studentin ein und wird nicht mehr wach. Und nach ihr folgen auch mehrere andere Menschen, die einfach einschlafen und nicht mehr wach werden. Und man weiß nicht, was es ist, ob es ein Virus ist, ob es, es kann nicht nachgewiesen werden. Und die Menschen stehen vor einem großen Rätsel, was allen Angst macht. Paradoxerweise ja, passt das irgendwie gerade zu der Zeit, in der wir leben. Und zumindest die letzten Wochen kann man passen irgendwie zu der Thematik, auch wenn es natürlich nicht ganz das Gleiche ist. Aber als ich heute Morgen nochmal den Klappentext gelesen habe, dachte ich so, keine Ahnung, passt zu dieser Endzeitstimmung, die gerade herrscht. Und deswegen wäre das auch ein Buch, was irgendwie ansteht, was, ja, weiß nicht, ob das gut ist, gerade jetzt zu lesen. Andererseits kann ich das auch ganz gut differenzieren und das eine von dem anderen auseinanderhalten. Und das ist ja auch nicht eins zu eins diese Geschichte, die wir gerade leben. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, ob ihr das auch so seht, wer es von euch gelesen hat und ob ihr mir das für den nächsten Monat empfehlen würdet. Das nächste Buch ist von Claire Empson, Zweimal im Leben und ich habe es zufällig auf einem Stapel von Büchern entdeckt und einfach rausgesucht, eigentlich gar nicht so mein Genre, aber ich fand die Geschichte schön irgendwie, die ich im Klappentext gelesen habe und unter meinem letzten Neuzugangsvideo haben auch einige kommentiert, dass das Buch ganz toll ist. Ich glaube aber auch so ein Tränenbuch sein könnte. Ja, hier geht es um Catherine, eine Studentin, die sich verliebt in einen Mann und sie glaubt, das ist die große Liebe, aber aus verschiedenen Gründen, die hier jetzt noch nicht beschrieben werden im Klappentext, verlässt sie ihn und heiratet jemand anderen und gründet eine Familie. Und 15 Jahre später trifft sie diesen Mann wieder und die Gefühle kommen wieder zurück. Also alles, was sie damals gefühlt hat, fühlt sie jetzt auch wieder. Aber irgendwie kann sie die Vergangenheit und die Gegenwart nicht miteinander vereinbaren und alles droht irgendwie so auseinanderzufallen. Das habe ich dem Klappentext entnommen und ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch das ist ein Buch, auf das ich richtig, richtig Lust habe. Ja,
Und das war's, ihr Lieben. Das sind die Bücher, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher, die zur Auswahl stehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, für was sich der Großteil entscheiden wird und ja, was ich im nächsten Monat dann wohl lesen werde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also vielleicht kommentiert auch keiner, es interessiert niemanden, was ich nächsten Monat lese, aber dann ist es so, dann werde ich mich trotzdem für ein Buch entscheiden, was ich hier heute in die Kamera gezeigt habe. Ja, also ich freue mich trotzdem über Kommentare von euch und ja, erzählt mir doch mal auch gerne, wenn ihr wollt, was ihr nächsten Monat lesen möchtet oder ob ihr da schon bestimmte Dinge im Kopf habt, ob ihr einfach Bücher, die ihr im März gelesen habt, weiterlest. Kann alles sein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns zum nächsten Video wieder.